Den ÖGB gibt es seit 1945, die Weihnachtsfeier des ÖGB Steiermark in Form eines entspannten Frühstücks seit 2005. Tradition also. Tradition, die sich im Rahmen der Sozialpartnerschaft und vor allem in den Kollektivvertragsverhandlungen zeigt. Auch heuer ist der Weihnachtsfriede gesichert. So können sich die Metaller über eine Lohnerhöhung von bis zu 5,3% freuen. Die Angestellten im Handel erhalten durchschnittlich 3,6% mehr. Wir haben ca. 1500 Kollektivverträge, 600 werden jährlich verhandelt. Und das Weihnachtsgeld, das jetzt jeder Österreicherin und jede Österreicherin, jeder Österreicher bekommen hat, bringt nicht das Christkind, sondern da sind wir verantwortlich als ÖGB und die Fachgewerkschaften, und darauf sind wir auch stolz. Und ich glaube, das muss man auch einmal sagen, dass das nur im Kollektivvertrag verankert ist und nicht per Gesetz. Auch eine Art Tradition ist es, kurz vor Weihnachten das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Besonders in Erinnerung geblieben sind Horst Schachner die Momente der Großdemonstration in Graz im April dieses Jahres, als der ÖGB Steiermark zu einer Protestaktion gegen das Sparbudget der Landesregierung aufrief. Mit Erfolg, die Pendlerpauschale für sozial Schwache etwa blieb erhalten. Wir wissen alle, dass wir sparen müssen, aber generell die Botschaft an alle, das gilt für die ganze Landesregierung, Bundesregierung: Wenn man den Menschen kein Geld mehr gibt zum Ausgeben, dann wird sich die Wirtschaft nie erholen. Das Ziel für das nächste Jahr ist bereits klar abgesteckt. Der ÖGB Steiermark möchte seine Mitgliederzahl erhöhen, um den Forderungen und Argumenten der Gewerkschaft noch mehr Gewicht zu verleihen. Wir werden Betriebsrätinnen und Personalvertreterinnen hochleben und ihnen ganz besonders ein Augenmerk schenken. Sie sind unsere Vertriebsstruktur, sie richten das tagtägliche Leben des ÖGB in den Betrieben aus. Sie werden Mitglieder, sie betreuen die Mitglieder und sie sind das Kampforgan quasi, wenn es notwendig ist, im Betrieb. Ebenfalls mit Kampf hat eine Fotoausstellung zu tun, die vor kurzem beim ÖGB Steiermark eröffnet wurde. Fight the poverty, not the poor. Das Fotoprojekt gab vielen von Armut betroffenen Menschen die Möglichkeit, ihre persönliche Sichtweise und Situation mit Einwegkameras darzustellen. Hintergrund war das Grazer Bettelverbot. Wie wir sie gefragt haben, was sie sich wünschen würden, war der eine Satz: Wir würden uns wünschen, dass die Gesetze machen, dass die Politiker, Politikerinnen mit uns selber reden. Dass sie einen Tag so verbringen, wie wir ihn verbringen, und dass sie Kontakt aufnehmen und dass sie sich unserer Situation bewusst sind. Ein bewegtes, emotionales Weihnachtsfrühstück also, bei dem wie immer, und auch das ist Tradition, der Vorsitzende des ÖGB Steiermark das letzte Wort hat. Wir werden uns noch verstärkt einbauen, dass wir soziale Gerechtigkeit in diesem Land verspüren, und darf auf diesem Wege alle Menschen, die in der Steiermark sind und in Österreich natürlich wohnen, alles Gute zu Weihnachten wünschen, viel Gesundheit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein herzliches Glück auf. Christmas.